Ich war beim Red Bull Soundclash in Dortmund. Doch bevor wir abends die coole Show von Helene Fischer, Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg sehen konnten, mussten wir erstmal eine Mutprobe bei einem verrückten Motorradfahrer machen. Und eine Sache hat mir besonders Angst gemacht. Scheinbar war sein Vorderreifen kaputt und er konnte nur noch den hinteren benutzen. Und dann, keine Ahnung warum, lag da dieser Typ und plötzlich auch ich und fünf andere. Naja, irgendwie schien der Typ trotzdem ziemlich cool zu sein. Und ich dachte mir, ich will auch ein Motorrad. Also bin ich sofort losgefahren, um mein Motorrad zu holen. Ach, schon wieder falsche Seite, ey. Die Frauen würden dann einfach auf mich fliegen. Motorrad eingeladen, Ladung gesichert und ab zurück. Aber dann